Ja, wir sind jetzt wieder im Luxbau hier am Samstagabend und wir haben einen glücklichen Matthias Steinkamp, Co-Trainer bei den Handball-Luchsen. Ihr habt heute einen wichtigen Erfolg eingefahren und das hat Luft gegeben für ein weiteres oder weitere wichtige Spiele, die dann kommen. Vielleicht erstmal zu Leverkusen heute. Das war ein merkwürdiges Spiel, aber das musste auch erstmal gewinnen. Ja, da hast du völlig recht. Erstmal vielen Dank. Es war ein merkwürdiges Spiel, weil Leverkusen mit insgesamt nur 9 Spielerinnen angetreten ist heute. Das ist für uns in der Vorbereitung sehr schwer gewesen. Auf wen müssen wir uns vorbereiten? Wer kommt da überhaupt? Das wusste niemand. Das hat es uns sehr schwer gemacht. Unsere Mannschaft musste dann im Kopf das erstmal klarkriegen. Wir haben heute eine Chance. Wir müssen ja auch aufgrund der Tabellensituation Punkte sammeln. Göpping wird morgen höchstwahrscheinlich gegen Ketch wieder vorlegen. Jetzt gerade sind wir wieder auf dem Relegationsplatz, was unser großes Ziel ist. Mal schauen, jetzt sind noch 2 Ligaspiele. Wir haben noch Mainz am Mittwoch nach dem Pokal und dann Buxtehude auswärts. Ja, es wird ganz spannend bis zur letzten Minute. Ja, das ist so, weil natürlich auch Göpping ist der direkte Konkurrent. Die müssen auch noch gegen Leverkusen zu Hause spielen und auch noch gegen Cage spielen. Also die haben auch noch alle Möglichkeiten. Also es bleibt sicherlich da in der Bundesliga-Tabelle offen. Und das ist ja das, was wir in vielen Profiligen oder Mannschaftssportligen gar nicht mehr sehen, diese Spannung. Und in der Handball-Bundesliga der Frauen, da ist das so, zumindest unten in der Tabelle. Das geht spitz auf Knopf. Das kann man sich immer anschauen auf sportdeutschland.tv im Internet, die letzten Spiele. Das wird spannend sein. Und dann haben wir ja noch ein ganz großes Highlight. Das ist das Final Four. Das ist natürlich für jeden Mannschaftssportler, ist das, glaube ich, das Highlight, da mal hinzukommen. Und ihr habt es tatsächlich geschafft. Was bedeutet das für dich? Für mich persönlich bedeutet das ja eine ganze Menge. Ich gehe davon aus, dass ich in meinem sportlichen Leben ja sowas wahrscheinlich nur einmal erlebe. Ich höre ja auch am Ende dieser Saison auf und werde das absolut genießen. Für viele der Mädels sieht es genauso aus. Wir haben natürlich 3, 4 Spielerinnen in der Mannschaft, die das schon erlebt haben. Eine Jessica Oldenburg, die hat das schon mal gewonnen. Ich glaube sogar zweimal gewonnen mit Buxtehude. Melissa Luschnert genauso. Kim Berndt war auch schon öfter da. Die Mädels erzählen natürlich auch in der Mannschaft, dass das was ganz Besonderes ist. Eine besondere Stimmung, eine Atmosphäre, die unvergleichbar ist. Pokal Final Four. Ja, das ist ein großer Traum gewesen. Jetzt wollen wir dort viel, viel Spaß haben. Ich persönlich freue mich riesig drauf. Und mal gucken, was geht. Blomberg als Halbfinalgegner ja, ist absoluter Favorit. Aber wir haben ja auch heute gesehen, auch heute waren wir Außenseiter und haben die Chance genutzt. Mal gucken, was geht. Ja, wir haben ja im Vorfeld auch mit Steffen Bürkner gesprochen. Das kann man auch sehen, das Video. Er sieht die Chance mal 50-50, das muss man wohl so sagen. Aber ihr seid, glaube ich, doch Außenseiter. Aber ihr habt nichts zu verlieren. Ihr habt nichts zu verlieren. Und mit den Luchsen muss man immer rechnen. Ich habe oft gehört, dass was dort im Final Four passiert. Ich habe damals Oldenburg gesehen, wie die als absoluter krasser Außenseiter den Pokal gewonnen haben. So weit will ich absolut nicht gehen, aber dort werden vielleicht Kräfte freigesetzt, die dazu führen können, dass wir das Spiel lange eng halten können. Das wäre schon mal toll. Und was dann am Ende rauskommt, ja, ich bleibe dabei. Blomberg ist Favorit. Wir genießen das, wir haben dort Spaß. Die Mädels werden das genießen. Ja, und dann können wir gerne Genau, am und aber in Samstagabend den nochmal spielen. Ligaspielen waren das immer enge Kisten auch gegen Blomberg. Blomberg ist an Nummer 3 in der Tabelle, in der deutschen Tabelle. Da fängt ja Spitzensport an beim Final Four und ihr seid dabei. Ja, also das ist eine tolle Aufgabe und es wird live im Fernsehen gezeigt auf Sport 1 am Samstag, den 15.05. Ja, ich wünsche euch wirklich viel Erfolg. Ich glaube, das kann man nur genießen und ich weiß ja, dass die Verantwortlichen dann natürlich auch vielleicht eher ja, auf die Punktspiele gucken, weil man natürlich auch gerne die Liga halten will, aber als Sportler, das muss man mitnehmen. Die Frage letzten, seid ihr heute gut durchgekommen oder gab es heute im Spiel gegen Leverkusen bei euch Verletzte oder
Wie sieht's aus? Also, es gibt immer Blessuren nach so einem Spiel, aber es sind leichte Blessuren. Es ist keine Verletzung rausgegangen. Auch bei Fatosz Kücükaslı hat sich das ergeben, dass sie eine leichte Prellung am Fußgelenk hat. Evelyn Schulz ist heute, also einige sind heute über ihre Grenzen hinausgegangen und brauchen jetzt auch sicherlich 2-3 Tage Regeneration. Wir werden die Woche uns natürlich vorbereiten auf Blomberg, aber auch dort achten darauf, dass wir auf Regeneration gehen. Es gab heute im Spiel Auf und Abs und es wurde immer wieder eng auf ein Tor. Am Ende hat, glaube ich, sehr viel die Kraft den ausschlaggebenden Punkt gebracht, dass wir am Ende nochmal zulegen konnten. Und die 6 Tore, dass das dabei rauskam, ist viel zu hoch eigentlich. Das Spiel hätte vielleicht mit 1-2 Toren, das wäre realistisch gewesen für uns auszugehen. Aber wir wollen uns nicht beschweren, wir sind sehr froh. Und nochmal zu der Aussage von Herrn Bürkner. Ja, das sind die Top-Teams. Das sind Tabellenplatz 2, 3 und 4 und wir. Und das haben wir auch so wahrgenommen, dass das so dargestellt wird. Das nehmen wir auch genau so an. Wir sind dort Außenseiter, aber Außenseiter kann auch oder hat auch Möglichkeiten, mal den Favoriten zu ärgern. Und das ist unser Ziel. Mit viel Spaß. Ja, das ist doch gut. Wichtig ist, dass wir auch vorhaben, bei dem Event ein bisschen da zu sein. Das geht nur in bestimmten Abstandsgrenzen. Also wer da das interessiert, immer bei uns auf die Glocke drücken, beim YouTube-Kanal abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn da was Neues kommt. Und wir machen ein bisschen was aus Stuttgart, dass wir da auch dicht live bei euch dran werden. Wir freuen uns schon drauf. Alles Gute für Stuttgart. Grüßt die Mädels. Alles Gute. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank.